Das Ringeisen-Gymnasium ist ein privates Gymnasium, das von den Schwestern der St. Josefs-Kongregation getragen wird. Seit über 125 Jahren wird an diesem Ort jungen Menschen Wissen und eine ganzheitliche Bildung aus einer christlichen Werteordnung und Tradition heraus vermittelt. Das Ringeisen-Gymnasium vergibt gleiche Zeugnisse und Abschlüsse wie die anderen Gymnasien auch. Derzeit besuchen das Ringeisen-Gymnasium ca. 800 Schülerinnen und Schüler. Unsere Schule ist offen für alle Schülerinnen und Schüler. Uns ist wichtig, dass wir aus einem guten Miteinander von Schülerinnen, Schülern, Eltern, Lehrkräften und dem nicht lehrenden Personal heraus, unterstützt durch ein modernes, gut ausgestattetes und hervorragend gepflegtes Schulgebäude mit zeitgemäßen Methoden, Wissen, Kompetenzen, Haltungen und Bildung vermitteln, damit die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler ihr Leben als selbstbewusste, kompetente und sehr gut ausgebildete Menschen meistern können. Gemäß unserem Leitbild stützt sich unser Tun und Handeln auf die drei Pfeiler Glauben, Lernen, Leben. Über allem steht der für Usberg grundlegende Satz: Jeder Mensch ist kostbar. Wenn ich an Schule denke, dann denke ich eigentlich immer nur an junge Menschen und an euch und an Lebendigkeit und Fröhlichkeit. Die Schule soll Wissen vermitteln, aber auch Bildung. Und Bildung ist für mich mehr als Wissen. Die umfasst die Haltungen, die umfasst das Gemüt, die umfasst auch Sehen der Menschen mit ihren Bedürftigkeiten und die umfasst auch die Bereitschaft zum Engagement. Ich arbeite sehr gerne am RGU, weil besonders das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern wirklich schön und sehr vertrauensvoll ist. Einen besonderen Spaß macht mir die Arbeit als Verbindungslehrer zusammen mit der SMV, aber auch mit ganz vielen anderen Schülern unserer Schule, wo einfach immer wieder tolle Ideen genannt werden, aufgegriffen und daraus tolle Projekte realisiert werden. In der 5., 6. und 7. Klasse wird der Musikunterricht in speziellen Orchesterklassen, Chorklassen und Orfklassen angeboten, je nach Interesse und Neigung der Schülerinnen und Schüler. Unsere ausgebildeten Lerncoaches unterstützen alle Schülerinnen und Schüler, ihr Arbeiten und Lernen zu entwickeln und zu verbessern. Überhaupt achten wir auf eine gute und angemessene Klassengröße. Der Durchschnitt der Klassenstärken liegt bei 24 Schülerinnen und Schülern. Uns ist es wichtig, die individuellen Interessen und Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler über den Lehrplan hinaus zu fördern. Dazu haben wir ein großes Angebot geschaffen. Im musischen Bereich können Sänger oder Instrumentalisten in Chören, Orchestern und weiteren Ensembles ihr Können zum Besten geben. Ein Highlight hier ist für die Oberstufe die Orchesterreise auf die Azoren. Von der 5. Klasse gehen Schülerinnen und Schüler bei uns in die Theatergruppen. Das mündet darin, dass im Oberstufenkurs Theater und Film 6 Produktionen pro Schuljahr auf die Bühne unseres Kellertheaters kommen. Auch sportaffine Schüler kommen zu ihrem Erfolg. Sie können in der Fußball-AG oder in der Golf-AG sich auspowern oder dürfen zu Wettkämpfen antreten, wie beispielsweise unsere Tischtennismädels, die amtierende bayerische Meister sind. Oder unsere ganzen Tanzgruppen, die jedes Jahr ganz viele Titel sammeln und auch einen deutschen Vizetitel dazuziehen dürfen. Aber besonders stolz sind wir auf unsere Großveranstaltungen. Wenn all diese Bereiche zusammenwirken, beim Musicals, wenn Schauspieler, Musik und Tänzerinnen zusammen auf der Bühne stehen, wenn im Zirkuszelt vor der Schule die Akrobaten über sich hinauswachsen und man auch im Publikum sehen kann, dass das RGU-Gemeinschaftsgefühl zu spüren ist.
am Tag der offenen Tür hat mich die Schule sehr überzeugt, was schönes Schulhaus, Lehrerverhältnis und sowas angeht. Und das hat sich dann auch in der 5. Klasse bestätigt, dass alles, was am Tag der offenen Tür vorgeführt worden ist, auch in der Schule die Realität ist. Am Ringeisen-Gymnasium bieten wir für unsere Schülerinnen und Schüler 3 verschiedene Ausbildungsrichtungen an. Nach der ersten Fremdsprache Englisch können sich die Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 6 zwischen Latein und Französisch entscheiden. Mit der Sprachenfolge Englisch-Latein und Englisch-Französisch können sie dann in der Jahrgangsstufe 8 entweder die sozialwissenschaftliche Ausbildungsrichtung oder den naturwissenschaftlich-technologischen Zweig wählen. Mit der Sprachenfolge Englisch-Latein ist außerdem auch noch die Wahl des sprachlichen Zweiges möglich. Für alle Schülerinnen und Schüler besteht in der 10. Jahrgangsstufe dann die Möglichkeit, die 2. Fremdsprache durch Spanisch als spätbeginnende Fremdsprache zu ersetzen. Neben dem Fachunterricht spielen im schulischen Leben am Ringeisen-Gymnasium auch die unterstützenden Fahrten und Exkursionen eine wichtige Rolle. In der 5. Jahrgangsstufe geht es ins Schullandheim, in der 7. Klasse ins Skilager, in Jahrgangsstufe 8 wird eine Englandfahrt angeboten. Die Neuntklässler gehen auf Besinnungstage und in der Jahrgangsstufe 10 findet eine Berlin- bzw. für den sprachlichen Zweig eine Parisfahrt statt. Ebenfalls in der Jahrgangsstufe 10 findet eine Praktikumswoche statt. In der 12. Jahrgangsstufe schließlich findet dann die Studienfahrt oder auch Abiturfahrt genannt statt. Daneben gibt es auch einen Schüleraustausch mit Frankreich und einen Schüleraustausch mit Spanien. Etwas ganz Besonderes am Ringeisen-Gymnasium sind unsere Schülerinnen und Schüler. Die vielen tollen Aktionen und Projekte bei uns sind nur möglich, weil unsere Schülerinnen und Schüler sich in ganz besonderer Weise einbringen und sich für die Sache und die Schulgemeinschaft engagieren. Beispielhaft dafür steht auch unsere SMV. Diese organisieren regelmäßig das 2-tägige Klassensprecherseminar, den Faschingsball für die Unterstufe, den Winterball für die Mittel- und Oberstufe, die Projekttage und bringen sich in besonderem Maße auch noch für das Schulfest und den Adventsbasar ein. Der Adventsbasar, der seit über 25 Jahren fester Bestandteil des schulischen Lebens am Ringeisen-Gymnasium ist und dessen Erlös zu 100% karitativen Projekten zugutekommt, ist eins der großen Aushängeschilder unserer Schule und zeigt dieses Engagement unserer Schülerinnen und Schüler. Auf unsere Schülerinnen und Schüler bin ich wirklich sehr, sehr stolz.